Wieder hat Russland die Ukraine massiv mit Raketen angegriffen. In der gesamten Ukraine wurde an diesem Montag Luftalarm ausgelöst. Die Bevölkerung im Land wurde aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen. Und in der südlichen Region Saporischschja sollen mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen und mehrere Häuser zerstört worden sein. In Russland wiederum sind offenbar 2 Militärstützpunkte erschüttert worden. Auf dem Militärflugplatz Ryazan, 200 Kilometer südöstlich von Moskau, soll ein Benzinlaster auf dem Rollfeld detoniert und 3 Menschen sollen getötet worden sein. Und auf dem Stützpunkt Engels habe es weiter südlich einen Drohnenangriff mit Detonation gegeben. 2 Militärflugzeuge wurden dabei offenbar beschädigt. Wer hinter den Explosionen steckt, ist unklar. Weder von ukrainischer Seite noch vom Kreml gibt es bislang Angaben zur möglichen Explosionsursache. Und in Kiew erreichen wir unseren Korrespondenten Nick Connolly. Nick, welche Erkenntnisse zu diesen Explosionen sind denn schon zu dir durchgesickert? Also wir haben schon seit morgen Bilder aus den sozialen Netzwerken, auf denen zu erkennen ist, dass es gibt da ja so eine Schockwelle. Man hört da wirklich ein lautes, eine Explosion. Man sieht teilweise auch dann Flammen am Nachthimmel, nächtlichen Himmel dabei Design. Und dann kamen sehr schnell verschiedene Meldungen, auch seitens des ukrainischen Militärs, die das quasi nur kommentierten und keine Verantwortung übernahmen dafür, dass halt es diese Angriffe gegeben hat. Zuerst wurde das so indirekt dementiert seitens der russischen Stellen und jetzt innerhalb der letzten Stunde gab es einen Kommentar des Sprechers des russischen Militärs, der das Ganze einen ukrainischen Versuch nannte, anzugreifen, aber gleichzeitig eingestehen musste, dass auch teilweise russische Flugzeuge, Bomber da beschädigt wurden. Also das ist schon eigentlich mehr als ein Versuch, zumal ja diese Stützpunkte teilweise mehr als 600 Kilometer von der Grenze entfernt liegen. Also das sind wirklich Entfernungen, mit denen keiner gerechnet hätte, dass die wirklich erreichbar sind für die Ukraine. Ich glaube, es wird noch deutlich länger dauern, bis wir da mehr Details bekommen. Das war ja auch ähnlich der Fall mit dem russischen Schiff Moskwa, das im Sommer da von den ukrainischen Kräften da zerstört wurde. Das hat wirklich Wochen gedauert, bis wir dann die ganzen Details dann bekamen und wirklich nachvollziehen konnten, wie das passieren konnte. Ja, du sprichst ja die Lage der Detonationen an. Wie wahrscheinlich wäre es denn überhaupt, dass solche Detonationen weit weg von der Grenze, mitten in Russland, von der Ukraine ausgehen? Wäre die Ukraine dazu überhaupt in der Lage? Ich glaube, damit hat keiner wirklich gerechnet, aber es scheint ja wirklich kaum andere Erklärung zu geben, also dass zufälligerweise an einem Tag mehrere hundert Kilometer auseinander auf 2 russischen Stützpunkten, da es solche Explosionen passieren, ohne irgendwie, dass die Ukrainer da involviert wären, das lässt sich kaum irgendwie durch einfach technische Fehler oder menschlichen Irrtum erklären. Also ich glaube, das ist schon sehr wahrscheinlich, dass die Ukraine irgendwie dahinter steckt. Das sind auch Stützpunkte, wo die Bomber basiert waren, die auch gerade dann an Tagen wie heute dann für die Raketenangriffe auf die Ukraine verantwortlich sind. Das sind auch die Stützpunkte, auf denen dann im Falle der Fälle auch russische Atomwaffen zum Einsatz kämen. Also das ist auch wirklich schockierend zu sehen, dass scheinbar mit Hilfe von, wie man sich ja vorstellen muss, relativ einfachen Drohnen auch diese Stützpunkte erreichbar sind und auch angreifbar sind, dass die russische Flugabwehr, Luftabwehr nicht in der Lage ist, über hunderte Kilometer auf eigenem Gebiet sowas abzuwehren. Also das hat wirklich hier eine große Reichweite von den Folgen her und hat auch wirklich viele erstaunt, glaube ich, auch in Amerika bei den Unterstützern der ukrainischen Armee jetzt. Ich glaube, das war nichts, von denen man ausgehen konnte, aber es scheint das am allerweit wahrscheinlich zu sein, dass tatsächlich die Ukraine hier hintersteckt. Lass uns auch noch in die Ukraine blicken, denn in der Ukraine hat es heute auch wieder Angriffe und Luftalarm gegeben. Wie hat sich das bei dir in Kiew geäußert? Wie gehen die Ukrainer damit um? Es war tatsächlich relativ bedrückend, die Stimmung. Es waren die Rede zuerst von mehr als 100 Raketen, die abgeschossen wurden, also in Richtung Ukraine flogen. Letztendlich scheinen es ungefähr 70 bis 80 gewesen zu sein, von denen die Ukrainer sagen, dass sie 60 haben zerstören können. Hier in Kiew ist die Lage noch etwas besser. Die Hauptstadt wird auch besser beschützt. Die meisten Luftabwehranlagen sind hier, aber im Süden des Landes, Odessa, Saporischschja, Mykolaiv, da ist es auch inzwischen ein bisschen schwieriger geworden, was Strom, was Wasser und Heizung anbetrifft. Teilweise ist es noch nicht so wirklich klar,
klar, ob das jetzt prophylaktische Versuche waren, das System zu schützen, indem man es halt vorher abschaltet, runterfährt, bevor der Strom dann auch verschwindet, oder ob tatsächlich die Infrastruktur da so zerstört wurde. Aber was wirklich klar ist, wird jedes Mal natürlich für die Ukraine schwieriger, nach solchen Angriffen wieder diese Systeme, diese Infrastruktur für die Menschen hier bereitzustellen. Die Ersatzteile gehen langsam aus und auch in vielen Strecken der Front ist natürlich auch sehr gefährlich für die arbeitenden Mitarbeiter dieser Firmen, um dann halt unter Beschuss teilweise dann die Strommasten, die Handymasten wieder zu errichten. Insofern, die Lage bleibt schwierig. Der Winter ist sehr kalt und scheint so, als ob es noch kälter wird. Aber noch gelingt es jedes Mal irgendwie zu einer gewissen Normalität zurückzukehren. Nick Connolly, vielen Dank für all diese Informationen. Grüße nach Kiew. Ja, die Gewalt dominiert. Offizielle Gesprächskanäle zwischen der Ukraine und Russland dagegen sind seit Monaten unterbrochen. Und an der Frontlinie selbst sind hunderte Kilometer nicht zu passieren. Nur 30 Kilometer südlich von Saporischschja gibt es einen informellen Korridor mit Polizeikontrollen, in dem sich die Menschen über die Frontlinie bewegen können. Jan-Philipp Scholz hat dort zwei Frauen getroffen, unter anderem, die das von Russland kontrollierte Gebiet durchquert haben, um ihre Mütter in den Westen der Ukraine zu bringen. Nur ein paar Kilometer entfernt von hier sitzen die Russen. Dieser Kontrollpunkt ist die einzige Stelle an der langen Frontlinie, an dem man sich zwischen den beiden Welten bewegen kann. Er ist der Erste, der heute die russisch besetzten Gebiete verlässt. Er erzählt, er habe dort so lange durchgehalten, wie er konnte, aber jetzt werde er zu seiner Frau in die Westukraine gehen. Das Überqueren dieser Grenze ist für alle sehr unangenehm. Es gibt überhaupt keine Straße. Jeder hat Angst. Es war mehr Schwimmen als Fahren. Seht euch mein Auto an. Weitere Wagen treffen ein. Und alle warten darauf, dass die Polizei sie zur Registrierungsstelle begleitet. Ein alter Lader schafft es nicht mehr ganz bis zum Checkpoint. Aber er hat seinen wichtigsten Job erledigt. Zwei Frauen hatten sich zusammengetan, um ihre Mütter aus den besetzten Gebieten herauszuholen. Erst wollte meine Mutter nicht gehen. Wir dachten ja alle erst, das würde irgendwie bald enden. Aber es hört nicht auf und jetzt kommt der Winter. Sie konnte einfach nicht mehr alleine dort sein. Wenn deine Seele so wehtut, kannst du nicht mal mehr schlafen. Meine Mutter ist das Wertvollste, was ich noch habe. Während Oksana sich den Motor anschaut, erzählt uns ihre Freundin Alessia von ihrem Horrortrip. Durch die Kämpfe wurden so viele Straßen und Brücken zerstört, dass alle sich ihren Weg durch Feldwege und Äcker bahnen mussten. Wir haben nur noch geweint, als wir sahen, wie zerstört alles war. Danach saßen wir einfach im Auto und schauten schweigend nach draußen. Oksana hat ein Wunder an ihrem Auto vollbracht. Sie können sich dem Konvoi anschließen, der zum ukrainischen Registrierungszentrum fährt. Dort ist es warm, es gibt Tee. Die Frauen realisieren, dass sie das Schlimmste tatsächlich hinter sich haben. Ich bin jetzt wirklich glücklich. Ich bin froh, dass ich meine Mutter an einen sichereren Ort bringen konnte und dass wir in einem Stück hier angekommen sind. Es war sehr schwer, wissen Sie? Ich wünsche sowas wirklich niemandem. Sie kennen hier Menschen, bei denen sie übernachten können. Morgen wollen sie den Lader stehen lassen und mit dem Zug weiter Richtung Westen.